Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurse und in diesem Tutorial wollen wir uns Peter Gunn von Henry Mancini anschauen. Ein sehr einfacher Riff, aber trotzdem macht er richtig Laune, ihn zu spielen. Und zwar haben wir durchlaufend Achtelnoten und wir schlagen alle Noten oder alle Töne mit Abschlägen an, um den entsprechenden Druck sozusagen zu bekommen. Allerdings natürlich ohne Kraftanschlag. So, wir fangen an und zwar schlagen wir zweimal die E-Saite an. Anschließend greifen wir mit dem Zeigefinger im zweiten Mund auf der tiefen E-Saite das Fis. Spielen den Ton einmal und gehen danach wieder zurück zur E-Saite. Anschließend greifen wir mit dem Mittelfinger im dritten Bund das G, spielen diesen Ton auch einmal und danach wieder die leere E-Saite. Also vom Zählen her wäre es 1 und 2 und 3 und 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 1 und 2 und 3 und. Und anschließend gehen wir in den fünften Bund mit dem kleinen Finger, greifen das A und gehen danach zurück zum G in den dritten Bund. Und dann sind wir auch schon durch sozusagen, dann ist der Riff komplett. Wäre dann der komplette Riff. Schauen wir es mal zusammen. 3, 4. Das Ganze dann auf zwei verschiedene Art und Weisen üben, nämlich einmal offen, also das heißt, dass ich hier hinten die Saite nicht dämpfe. Und dass ich eben hier hinten den Handballen kurz nach dem Saitenreiter auf die Saite setze und das Ganze gedämpft spiele. Das Metronom dazu nimmt, das ist im Original Tempo 124, wäre es dann eben so 1, 2, 3, 4. Das heißt, am besten ist es mit 80 anzufangen auf dem Metronom und sich dann ganz allmählich zu diesen 126 zu steigern. Das war Peter Gunn, ein schöner Einsteigerriff und ich wünsche dir ganz viel Freude damit und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir den Daumen hoch, das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Hier oben findest du einen Link zu meinem kostenlosen E-Gitarrenkurs, 50 Lektionen, absolut gratis. Und ja, schau dich ein bisschen auf meinem Kanal um, da gibt es inzwischen einige Videos zu entdecken. Komm bei Facebook oder Twitter vorbei oder eben auf meiner Homepage www.mats-gitarren-kurse.de und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Tutorial wieder. Und tschüss!